Nein, das ist die Kupplung. Ich weiß, wo die Kupplung ist. Soll ich dir das jetzt zeigen oder nicht? Ja, aber ich weiß, was eine Kupplung ist. Na gut. Okay. Na dann, kommst du alleine klar, ja? Hey, 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 was machst du da? Hier ist Parkverbot. Ich will nur Sarah abholen. Also dreh um und verschwende. Na los. Okay. Bewegung. Ja. Okay, ich hab's mir überlegt. Ich warte lieber hier auf sie. Du kannst ja so lange weiter deinen Acker da bewachen. Officer Moore vom Haupttor, es gibt ein Problem. Hey, hör zu, Arschloch. Das hier ist Sperrgebiet. Jetzt verschwinde endlich. Okay. Hey, du bleibst da stehen. Und jetzt hau ab. Aber ich sagte doch schon, ich will nur Sarah. Siehst du das Schild da nicht? Oh, sieh einer an. Das habe ich doch gesehen. Ich darf von der Waffe Gebrauch machen. Ja, danke. Ich kann lesen. Hey, was ist hier los? Tut mir leid, alles, Miss Whittaker. Alles gut, Tim. Kennen Sie das Arschloch? Ja, er gehört zu mir. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Ma'am. Ich wusste nicht. Schon gut, wirklich. Tut mir leid. Oh, und Jim! Deacon! Ich gehöre nicht zu ihr. Sie gehört zu mir. Festhalten. Warum machst du das immer? Was denn? Das Arschloch spielen. Ach, komm schon. Er hat angefangen. Wie alt bist du? 5? Achte auf die Kupplung. Du musst auf jeden Fall genug Gas geben. Ordentlich hochdrehen. Ich komm schon klar. Ja, das höre ich. Wo wollen wir hin? Über den Damm. Die Straße da ist schön ruhig. Du fährst? Nein. Gehen wir heute Abend aus? Du wusstest es nicht genau. Ach, scheiße, ja. Boozer und die Jungs wollen rüber nach Klamath State. Jack besuchen. Du versetzt mich wegen so einem Kerl im Gefängnis? Jack ist ein Freund. Ich weiß, ich weiß. Ich mach nur Spaß. Oh, Scheiße, Fuchs! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh, Scheiße! Ich weiß echt nicht warum, aber immer wenn ich mit dir fahre, will uns so ein verdammter Laster umbringen. Oh mein Gott. Nein, 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 hör zu, das war gut, das war echt gut. Die meisten hätten Panik bekommen, zu stark eingelenkt und uns umgebracht. Ich hätte uns fast umgebracht, ich war... Nein, nein. Ich hab nicht aufgepasst, ich war abgelenkt. Hey, schon gut, schon gut. Durchatmen, alles gut. Hey, Moment, was meinst du mit abgelenkt? Nichts, ach, Ärger auf der Arbeit, das ist nichts. Oh. Okay, ich dachte nur, du hättest... Es wäre vielleicht mein neuer Patch. Dein was? Nein. Nomad? Warte, du verlässt den Club. Nein, ich verlasse nicht den Club. Das niemals. Nomad bedeutet, dass ich mich etwas zurückhalte. Von jetzt an. Dick, das habe ich nicht von dir verlangt. Ich weiß. Wenn es so wäre, hätte ich Nein gesagt. Willst du es nochmal versuchen? Ja, ich meine, nein, aber doch, ich tu's. Okay. Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Tja, naja, ich tu, was ich kann. Hey, hey, Kupplung, Kupplung! Ich weiß, was die Kupplung ist. Okay, nein, nein. Deacon! Also, glaubst du, dass deine Eltern kommen werden? Zu der Hochzeit? Keine Ahnung. Weißt du, ich dachte, wenn ich aus dem MC austrete,
Das wird Ihre Einstellung nicht ändern, Deacon. Aber du wirst es ihnen doch sagen. Ja, wenn du möchtest. Weißt du, ich werde mich nicht ändern. Oder dich. Um meine versnobten Eltern glücklich zu machen. Okay. Pass auf! Ich sehe sie. Hey, sind sie auf dem Weg zu deinem Labor? Scheiße. Was ist mit dem MC? Werden sie kommen, obwohl du jetzt ein Nomad bist? Oh, ich weiß es nicht. Es ist sicher ein Weilchen her, dass einer von ihnen in der Kirche war. Und willst du wirklich, dass 27 Harleys vor der Kirche in Marion Forks aufkreuzen? Ja, eigentlich hätte ich das schon ganz gerne. Ah, okay. Was ist hier los? Ich weiß nicht. Miss Whittaker, ja? Der Chef sucht Sie. Er sagt, es ist dringend. Es ist immer dringend. Sagen Sie ihm, ich komme. Okay. Ich muss los. Hey. Sorry. Schon gut. Ist wahrscheinlich nur ein Feueralarm oder so. Okay. Zeig's Ihnen. Ich liebe dich. Ruf mich später an. Addy, tut mir leid. Lass gut sein. Addy! Lass gut sein, Ricky! Es tut mir leid! Verdammte Scheiße. Freigabe. O'Brien, hier ist St. John. Kommen. O'Brien, hier ist... Geh an das Scheißfunkgerät! St. John, was für eine Überraschung. Ja, tolle Überraschung. Hör zu, die Nacht, als ihr abgehauen seid, du sagtest, ihr hättet keine Zivilisten mitgenommen, sondern nur Nero-Personal, Agenten und Leute mit Freigabe. Ich sagte doch, halt die Klappe, halt die Klappe und hör zu. Sarah, meine Frau, hatte die Freigabe. Sie trug im Helikopter ihren Ausweis bei sich. Tu mir einfach den Gefallen und guck's nach. Sarah Irene Whittaker. Sie arbeitete in Cloverdale für die Regierung. Sie forschte da an, weiß ich nicht, so einem Pharma... Keine Ahnung, okay, was weiß ich? Ich werde nachsehen. Okay, danke, O'Brien. Denk dran, du schuldest mir was. Ja, O'Brien, Ende. Also, vor ein paar Monaten waren wir beim Crazy Willy zum Plündern, weißt du? Wir dachten, da kann man vielleicht noch hin. St. John, hier spricht O'Brien. Weißt du, was da war? O'Brien, was gibt's? Wir müssen uns unbedingt treffen. Oh Gott, O'Brien, jetzt sag mir einfach, was du weißt. Ist sie am Leben oder nicht? Ich muss dir noch was geben. O'Brien? Ich schick dir die Koordinaten. Triff mich dort. O'Brien, Ende. O'Brien... Verflucht. Dick, Iron Mike sucht nach dir. Er sagte... Boseman, hör mir zu. Sag ihm, dass ich zurückkomme. Ich muss... Erinnerst du dich noch an das, was ich gesagt habe? Die Nacht, als Sarah starb. Nero. Sie haben sich verpisst und nur ihre eigenen Leute mitgenommen. Agenten und Leute mit Freigabe. Warte, Dick. Wovon sprichst du denn da? Es ist wahrscheinlich nichts, aber ich muss da noch was regeln. Dick, ein Ende. Welche Information, O'Brien? Was zum Teufel kannst du jetzt noch sagen wollen? Moment, das interessiert mich. Scheiße.
Hey. Nichts. Schön, dich zu sehen. Hey, Damon. Wie läuft der Waffenhandel? Das ist alles für heute. Du bist zurück. Schön, dich wiederzusehen. Hey, Jazzy. Wie läuft's denn so? Zeke, wie geht's dir? Damon, wie geht's dir? Schon dabei. Also, was ist los? Ich konnte ein paar Leute rekrutieren, die auch nicht so glücklich darüber sind, wie es so läuft. Und warum bin ich hier? Das wollte ich dir geben. Du hattest recht. Mit deiner Frau. Woher hast du das? Als Silver Lake evakuierte, holten sie Neuropersonal, Regierungsbeamte und Sarah Irene Whittaker hatte eine Zugangsberechtigung der Klasse 4. Zugangsberechtigung? Deine Frau floh mit einer Aufklärungseinheit. Östlich von Fort Rock. Bring mich hin. Nein? Komm schon, ihr habt Fahrzeuge. Wir sind doch alle Freunde. Die Basis ist weg. Was? Vor einem Jahr. Eine Milizgruppe. Milizgruppe? Wo ist ihr Camp? Wir wissen es nicht. Wie könnt ihr das nicht wissen? Ihr habt Helikopter, ihr habt Satelliten. Irgendwo beim Crater Lake. Man kann da nicht fliegen, okay? Sie haben Außenposten, Raketen, Panzerfäuste. Crater Lake. Crater Lake. Ich wollte dir von unserer Arbeit erzählen. Von den Infizierten, die Freaks. Sie entwickeln sich weiter. So schlecht die Dinge jetzt sind. Es wird noch schlimmer. Viel schlimmer. Fahr zur Hölle, O'Brien. Mir ist die ganze Scheiße scheißegal. Boozer? Boozman, komm zurück. Ja, Dick. Hey, hör mir zu. Als wir vor einem Jahr bei Iron Mike waren, wollten wir nach Süden fahren, aber der Sentient-Pass war gesperrt. Wir kamen nicht durch. Er sagte, dass er noch einen Weg kennt. Dick, Iron Mike, er ist... Mir wurde zugetragen, dass einige von euch da draußen mit Nero zusammenarbeiten.